Hallo liebe Schüler, heute geht es um den Abstand. Ja, und bei der Mauer ist genau das Gleiche. Der Schiedsrichter muss einen Abstand einhalten von 9,15 Metern. Gut, das ist jetzt mit diesem Foto schwer zu machen, deswegen werden wir das Ganze mal anschauen bei einer ganz normalen Geraden und einem Punkt. Wie bekommt er überhaupt hin, dass das so einen Abstand von 9,15 Metern hat? Beziehungsweise wie kann ich jetzt bei dieser Zeichnung überhaupt den Abstand von meinem Punkt zur Geraden messen? Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, den Punkt mit der Geraden zu verbinden, aber nur einer davon ist auch wirklich der Abstand. Und das ist, von der 5. Klasse her kennen wir es, die sogenannte Senkrechte. Das heißt, die kürzeste Verbindung vom Punkt zur Geraden, das nennt man den Abstand. Und wie man das misst und zeichnet, das werde ich euch jetzt zeigen. Man legt also das Geodreieck so hin, dass eine Senkrechte entsteht zu dem Punkt. Notfalls muss ich das einfach noch ein bisschen verlängern bzw. eine Hilfsparallele zeichnen. Also man macht erstmal eine Senkrechte durch diesen Punkt, durch die Gerade. Hier legt man die Nulllinie an die Gerade und dann kann man direkt durchzeichnen. Jetzt habe ich das Ganze aber natürlich noch nicht gemessen, ja, weil hier merkt er ja, hört das Ganze auf. Entweder nehme ich jetzt ein Lineal oder ich verschiebe einfach das Geodreieck, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Ich lege das jetzt zum Beispiel bei der 7 an und dann kann ich diese Strecke messen. Das sind bei mir jetzt ungefähr 8,7 Zentimeter. Das heißt, hier habe ich den Abstand gemessen. Hätte ich den Punkt weiter links oder weiter rechts genommen, also dass ich quasi nicht die Senkrechte genommen hätte, sondern so eine Schräge, dann wäre die Strecke automatisch länger geworden. Der Abstand ist tatsächlich die kürzeste Verbindung von einem Punkt zu einer Geraden und das geht immer über eine Senkrechte. Also, deswegen machen wir auch ein Senkrechtzeichen hin. Das, was bei einer Senkrechten von einem Punkt zur Geraden liegt, das nennt man den Abstand. Auf dieser Seite, ja, da ist die Aufgabe, wie kriege ich denn Punkte hin, die 5 cm Abstand von dieser Geraden haben? Ja gut, ich weiß jetzt ja, dass ich Senkrechte zeichnen muss. Also mache ich hier wieder diese Nulllinie auf meine Gerade, lege das so an, bis es darüber ist und dann zeichne ich hier quasi ein Kreuzel bei 5. Dann schiebe ich mein Geodreieck einfach weiter rüber, zeichne das Ganze nochmal bei 5. Moment, werde das sagen, ja? Wenn ich das jetzt ewig weitersetze, da werden doch lauter Punkte entstehen, die dann alle auf einer Geraden liegen, könnte man vermuten. Und tatsächlich ist es so. Wir kennen das schon von den parallelen Geraden. Immer dann, wenn quasi der Abstand von einer Geraden gleich ist, also wie in dem Fall 5 cm und 5 cm, dann liegen alle diese Punkte, die den gleichen Abstand haben, auf einer Parallelen. Wie können wir die zeichnen? Wir können ja hier jetzt zum Beispiel auch eine Senkrechte runterzeichnen. Ja? Und dann zeichnen wir hier nochmal eine Senkrechte nach 5 cm und dann haben wir hier die Parallele. Und genau da sehen wir auch schon, dass quasi die beiden Punkte, die ich eben vorher gezeichnet habe, von 5 cm Abstand auf einer Parallelen liegen. Was haben wir also heute gelernt? Wir haben gelernt, dass einerseits alle Punkte, die denselben Abstand haben, auf einer Parallelen liegen, beziehungsweise parallele Geraden überall den gleichen Abstand haben. Und wir haben gelernt, dass der Abstand die kürzeste Verbindung von einem Punkt zu einer Geraden ist. Das Ganze haben wir jetzt hier in diesem Merksatz noch festgehalten. Ihr sollt das Ganze so ins Heft übernehmen und dann sehen wir uns nächste Stunde. Bis dann. Tschüss.